So, Freunde, da sind wir. 32. Spieltag, Spitzenduell. Wahrscheinlich auch eine kleine Vorentscheidung um die Meisterschaft, Schrägstrich Aufstieg. Glasgow Rangers gegen die Heart of Midlothian. Und zuallererst muss ich sagen, danke, dass ihr so gut aufpasst. Denn ich hatte natürlich vergessen, war nicht anders zu erwarten, einzustellen, dass das das absolute wichtigste Spiel der Saison ist. Bislang stehen 2 Niederlagen auf der Agenda gegen die Rangers, alle im Textmodus. Und ein Spiel haben wir gewonnen im 3D-Spiel. Und es war für mich klar ersichtlich, ich möchte, wenn ich wirklich mich qualifizieren möchte für den Aufstieg, muss ich zwangsläufig die Rangers auch im Textmodus besiegen. Und wir können das, ne? Wir haben eine sehr, sehr gute Form in den vergangenen Wochen, aber das gilt im Prinzip auch für unseren Konkurrenten. Die sind knappe 30 Punkte besser. Die ersten Möglichkeiten haben sich abgewechselt. Wie jetzt mit der ersten Ecke, Callum Patterson, Cameron Bell kommt da raus und schiebt alles zur Seite, was sich da nicht wehrt. Und das sind leider Gottes wahrscheinlich sehr, sehr viele. Viertelstunde vorbei, die sehr, sehr offensiv. Na klar, Angriff ist die beste Verteidigung und wir aber auch. Wir aber auch und die Chance ist klasse, die wir jetzt hier haben. Prinz Buaben, 20 Meter flach aufs Eck. Also das ist schon eine Hausnummer. Cameron Bell, katzenartig, taucht er ab, rettet zur Ecke. Das heißt, die zweite, die jetzt reinkommen wird. Was können wir heute machen vorne mit Robinson, mit Oliver, mit Keatings? Die ja alle sich zurzeit in einer sehr, sehr guten Verfassung befinden. Der Daniel Wilson hat eine 6,0. Ich ahne Furchtbares. Ich ahne wirklich Furchtbares. Aber das ist meistens schon so ein Zeichen, dass irgendwas passiert. Schauen wir mal. Christian Paulsen gegen Callum Patterson gibt die Ecke. Jetzt kann es eigentlich nicht mehr dran liegen. Okay, also haben wir das anscheinend überstanden. Zurzeit sind wir am Drücker. Deswegen nochmal draufgehen. Diese Ecke, die jetzt reinkommt, die erste überhaupt, halb links übers Tor. Gemeint ist David Templeton nach Ecke von Wallace. Die scheinen es aber ernst zu machen. Schon die dritte Möglichkeit hier in Folge. Danny Shields, sorry, Dean heißt dann Vornamen, auf Kenny Miller, der Routinier verzieht. Und jetzt sind wir wieder dran. Also es müsste doch eigentlich irgendwo machbar sein. Ne? Diese Underdog-Geschichte, ne, die gefällt mir ja eigentlich. Christian Paulsen, den wollten wir ja auch haben. War aber nicht zu machen, aufgrund des Gehalts einfach. Der köpft hier gegen die eigene Latte. Es gibt nochmal Ecke. Sam Nicholson durfte die ausführen. Mal schauen, wer die vierte machen wird. Ja, Callum Patterson wieder. Von der linken Seite. Kein Problem für den Torwart. Ecke ist hier auf einer 1, also der Captain mit einem sehr, sehr guten Spiel bislang. Scott Robinson ist auch mal am Ball im heutigen Spiel. Weit nach vorne. McGregor und Paulsen wollen den Ball passieren lassen. Und das können sie auch, weil da keiner mehr hinkommt von unseren Stürmern. Aber es ist immer noch so, dass wir den roten Ball hatten, jetzt nicht mehr. Also Drangphase vorerst vorüber. Und so gehen wir möglicherweise auch in die Pause. Es ist überhaupt kein Problem, wenn wir heute hier unentschieden spielen. Überhaupt kein Problem, weil dann wird es eben dabei bleiben, dass wir den Punkt hinter den Rangers bleiben. Nur verlieren dürfen wir nicht, weil dann wären es nämlich 4. Und 4 Punkte aufzuholen bei diesen wenigen Spieltagen, die leider Gottes dann nur noch für uns zur Verfügung wären, um das nochmal aufzuholen, dann kann man es eigentlich fast schon abhaken. Ne? Dann ist es dann eben eine Lizenzgeschichte und das ist dann diese grüne Tischgeschichte und Sache, Sachlage. Sowas will man nicht als Sportler. Ne? Du willst es dann eben auch aus eigener Kraft schaffen. Halbzeitansprache, die Sensation ist möglich. Das habe ich vor dem Spiel gesagt. Glaube ich auch nach wie vor noch dran. Kannst auf keinen Fall nachlassen. Es ist aber mehr drin. Ich denke mal, das geben wir denen mit. Mal nachlassen, okay. Ne, das implementiert das eigentlich auch, wenn mehr drin ist, dass man da noch was draufpacken kann. Wir motivieren. Ganz wichtig. Auch hier vorne alles komplett. Weil das hat hinten ganz gut hingehauen. Also hundertprozentige, hochkarätige Möglichkeiten hatten die nicht. Und das war das Ziel vor dem Spiel. Öztürk. Wir haben Wilson mit einer 91, Buaben mit einer 91. Ich denke mal, hinten ist wichtig. Vorne beide Stürmer mit der 90. Es ist ja danach auch so, dass wir möglicherweise bei den kleineren Gegnern dann den einen oder anderen dann mal früher auswechseln können, vielleicht später bringen können. Je nachdem. Aber erstmal haben wir noch diese ganz, ganz wichtigen 45 Minuten vor der Nase. Und für Nicholson steht ja immer noch diese drohende Gelbsperre auf der Agenda. Aber er hat es Gott sei Dank in dieses Spiel geschafft. Das war mir gar nicht so klar gewesen, dass ich ihn vorher habe auflaufen lassen in den Partien.
Hätte er sich da gelb eingefangen, dann hätten wir heute auf der linken Seite da anders planen müssen. Walker und dann möglicherweise heute Petean von Beginn an, weil King ist ja nicht dabei. Ne, das wäre dann nicht so geil gewesen. Ich will gar nicht lang rumeiern. Wir gehen in die zweite Halbzeit. Konzentration gebe ich mit. Und die erste Möglichkeit scheinen die Hausherren zu haben. Chris Boyd macht das Spiel schnell, legt zu Templeton raus. Neil Alexander, höchste Not. Aber nichts passiert. Es gibt zumindest nur die Ecke. Lee Wallace, zweite im Spiel. Also da sind wir besser gewesen. Haben uns da mehr rausgespielt. Die ist harmlos gewesen. Nächste Chance kommt. Und ich denke mal, sobald es wieder geht, gehen wir drauf. Oh, jetzt wird's hektisch. Dean Shields nimmt Kenny Miller mit. Pass nach innen. Paulsen steigt am höchsten. Verpasst die Bude aber nur knapp. Also durchschnaufen. Weiter geht's. Halbe Stunde noch. Und es passiert überhaupt nichts mehr. Jetzt passiert hier gar nichts mehr. Ich habe keinen Stürmer. Ich habe im Prinzip gar nichts, was ich reinsetzen könnte. Ne? Wir sind sehr harmlos. Chance für die Rangers. Köpft den Ball ins Tor. Fünferraum aber angegangen. Gibt den Treffer nicht, der Schiedsrichter. David Templeton mit der Flanke. Chris Boyd gegen unseren Torwart. Die Hoheitszone. Da darf er so nicht reingehen. Und was kann ich hier machen? Gomis, möglicherweise für Boa Ben hinten. Wenn es ihm darum ginge, nochmal extra abzusichern, weil das ist eher ein Spieler, der die Stärken nach hinten hat. John Daly für Dean Shields, auch der erste Wechsel für den Favoriten, also nenne ich sie immer noch. Na, eigentlich klar, da sie ja Tabellenführer sind und auch stärker sind und ihn zu Hause spielen, ne? Drei Dinge auf einmal. Schade, das war mal gut gemacht von Gomis auf Oliver, der zieht dann auch sofort ab. Cameron Bell hat den Ball aber bombensicher, das ist halt so ein klasse Torwart mit einer 67. Sieht man stärketechnisch nicht unbedingt, aber sehr, sehr konstant. Fraser Earth für Kenny Miller. Und der ist auch gleich beteiligt. Pereira mit der Flanke. Earth legt ab auf Boyd. Übers Tor. Über die Kiste. Wir nehmen es in Einsatz hoch. Und auch das Pressing etwas mehr. Aber mehr als kleine Möglichkeiten schaffen wir nicht momentan. Leider. James Keatings, komm schon. Das wäre geil, wenn er den irgendwie aufs Tor bekommt. Wieder dieser Bell. Das ist schon heftig. Brad McKay. Daniel Wilson. Den kann ich auch nicht rausnehmen da hinten. Das geht nicht. Lassen wir die Top 11 spielen. Und sie hat die nächste Chance. Freistoß Eckersley. 27 Meter. Schön Richtung Tor des Gastgebers. Ja, ein Meter hat da gefehlt. Die Frage muss man nicht beantworten, ob Bell da hingekommen wäre. Ellie McCoist muss die Brille hier aufziehen. Oder hat keine. Wie auch immer. Rückt da näher an seinen Monitor ran. Klärt zur Ecke. Pereira gegen Nicholson. Nur Ecken bringen uns momentan nichts. Die sind alle sehr, sehr harmlos. Ne? Wir gucken mal auf die Statistik hier. Wir haben 11 Mal eine Möglichkeit gehabt. Aber die waren alle nur klein. Aber die Rangers sind auch nicht viel besser. Also es ist ein sehr, sehr, ich würde sagen, langweiliges Spiel. Ne? Für Taktikfüchse nicht unbedingt. Beide Mannschaften neutralisieren sich. Und wir haben jetzt die Druckphase. Weiter so. Weiter so, Leute. Ich denke mal, Kevin McCarthy, den bringen wir jetzt noch rein. Ich mach's einfach, weil ich vertraue dem Jungen. Der hat sich in der Saison so stark verbessert. Darren McGregor kann die Ecke klären gegen Oliver. Patterson, das war schon die sechste. Die sechste im Spiel. Jamie Walker, bring mal den PTA noch rein. Warum nicht? Warum nicht? Kommt er in der Partie hier zu seinem Debüt. Die Rangers. Kleine Chance. Aus 11 Metern schießt er ab, John Daly. Alexander geprüft und bestanden. Sehr, sehr sicher. Das ist jetzt hier eine Doktorarbeit. Was machst du? Was machst du? Sagst du den Jungs noch mehr nach vorne? Oder versuchst du das zu sichern? Wir gehen nochmal hier das Risiko ein. Petru Petean, der Rumäne. Mit dem Ball vors Tor. Oliver sucht er. Kleiner Schritt zu spät gegen Christian Paulsen. Das Spiel plätschert dem Ende entgegen. Und ich glaube, wir haben es geschafft. Pünktlich beendet. Danny Champion. Ja, toller Name für so einen Feigling. Für so einen Schiedsrichter. Ich würde jetzt eher mal sagen, es ist ein Erfolg. Ne? Es hätte auch viel, viel schlechter hier ausgehen können. Mit einer Packung vielleicht. Dann sind es erstens 4 Punkte. Dann ist es eine schlechte Form. Eine schlechte Moral. Also ist alles intakt. Ist alles intakt. Also von den Chancen, wir haben es eben gesehen. Haben uns nicht verstecken müssen. Also die Mannschaft hat Qualität, auch im Textmodus.
Man muss überhaupt nicht darüber philosophieren, wäre das eventuell jetzt anders ausgegangen, wenn wir ein 3D-Spiel gemacht hätten. Aber genau diese Diskussion wollte ich eben nicht haben. Ich möchte meine Mannschaft überall siegen sehen, nicht nur im 3D-Spiel. Also, es bleibt weiterhin spannend, die Meisterschaft, / der Aufstieg. Ne? Das ist noch lange nicht entschieden und wir gucken jetzt mal, wie es weitergeht. So, Kompliment an die Mannschaft. Sie hat heute aufopferungsvoll versucht, hier dem Favoriten ein Bein zu stellen. Haben wir nicht ganz geschafft. Also wir haben sie beschäftigt. Und das ist, glaube ich, auch dann letztendlich der Schlüssel dazu gewesen, dass die kein Tor geschossen haben. Schaut mal, ne? Die Noten hinten bei denen sind wirklich klasse. Da sind zwei Einsen dabei, inklusive Bell, Torwart, Pereira, dann noch McGregor. Man kann sie jetzt alle aufzählen im Prinzip. Ne? Auch der Christian Pausen, der Defensivspieler. Aber je weiter du nach vorne gehst, umso schlechter werden die Noten. Das ist eben dann auch unserer Abwehr zu verdanken. Alim Öztürk mit einer Superleistung, mit einer 2,0, ist da heute der Beste. Eckesley 2,5, dann haben wir sehr, sehr viele Dreien und Vieren. Aber da siehst du das eben, was ich meine. Da hat die Mannschaft als Kollektiv wirklich zusammen agiert. Und man kann jetzt nicht sagen, ein Mannschaftsteil hat der rausgeragt, der andere eben nicht, wie es bei den Rangers war. Sondern wir haben uns heute überall hervorgetan und deswegen auch diese Teamansprache hier erfüllt und uns die Möglichkeit eben offen gehalten, noch aufzusteigen. Das freut mich, dass PTA nicht nur den Vertrag unterschrieben hat, sondern auch jetzt hier den ersten Einsatz bekommen hat. Und das ist ja dann auch das, was ihm blühen wird in der Zukunft. Wir müssen mal schauen, ob wir ihn dann auch in der nächsten Saison schon einsetzen oder ob wir versuchen, den woanders hin auszuleihen, dass der eben da wachsen kann. Aber wir haben gesehen, mit jungen Spielern, das funktioniert. Das funktioniert auch hier. Und wenn man ihm eben Vertrauen schenkt, McCarthy kann ich da zuallererst nennen, ne? Wir können Oliver nehmen, Patterson, das sind ja alles keine alten Spieler, Sam Nicholson, ich würde mal sagen Durchschnittsalter 17, noch irgendwas, insgesamt. Also das ist, hat schon eine Aussagekraft, Statistik. Mehr Ballbesitz insgesamt, wundert mich, dass so wenige Zuschauer nur mitgekommen sind. Ne? So weit ist das doch gar nicht von Edinburgh nach Glasgow und natürlich im Hinblick darauf, dass es das absolute Highlight der Saison hätte werden können, indem man sich hier dann an die Tabellenspitze gesetzt hätte. Aber gut, immerhin haben wir mitgespielt, Ecken deutlich mehr, Chancen, ich würde sagen, das war ausgeglichen, konnte man auch sehen. So viele 0-0s hatten wir gar nicht in der Saison, aber es ist schön, dass wir weiterhin zu 0 spielen. Muss man ja auch mal sagen, 400 Minuten plus, die wir da jetzt auf der Liste stehen haben, auf der Uhr stehen haben. Da habt ihr es, 77, 76, es war ja vorher schon klar, dass wir nicht mehr einzuholen sind von Hibernian, dass zumindest Platz 2 gesichert ist und das ist locker mal das Saisonziel. Wir schauen mal, 33. Auswärts bei Alloa. Mittlerweile, ja, nicht mehr Tabellenletzter. Die haben die Queen of the South da quasi nach ganz nach hinten geschoben. Die Rangers bei Codenbys. Okay, also beide auswärts. Dann am 34. wir gegen die Hibs. Das könnte noch so ein Stolperstein werden, ne, weil die wollen uns jetzt mit Sicherheit vermasseln. Die Chance, die wir haben. Die haben eben an dem Spieltag die Möglichkeit dazu. Alloa muss nach Glasgow zu den Rangers, also wahrscheinlich da keine Punkte, die sie verlieren werden. Dann müssen wir zu Livingston, Platz 6 und die Rangers nach Wraith. Und das ist vielleicht unsere Chance, wenn wir das gegen die Hibs gut spielen sollten. Im letzten Spieltag dann zu Hause gegen Falkirk und eben auch die Rangers nochmal gegen die Hibs, aber gut. Da haben wir das dann eben wieder, ne? Dann haben die mit Sicherheit allesamt schwere Beine, Magenverstimmungen, sehen nichts mehr, Sonne zu hell, weiß ich nicht, dass die da nicht mehr gut spielen. Aber gut, das sind eben jetzt noch 4 Spiele, wo wir alles geben müssen. Also genauso wie wir es jetzt auch schon gemacht haben. Gehen wir nochmal zurück auf Spieltag 33, nee, 32 war es. Um die Ergebnisse, ja. Das wichtige Spiel, Queen of the South gegen Alloa. Und das haben sie gewonnen, 1-0. Codenbeath 2-3 gegen Falkirk. Dumbarton verliert gegen die Hibernian. Ja, das ist jetzt mittlerweile die dritte Niederlage in Folge für Dumbarton. Stehen trotzdem noch auf der 5. Und ja, haben noch 5 Punkte Abstand auf den 8. Platz. Das ist eben Codenbeath, der Relegationsplatz. Dann nochmal 5, ja, auf den ersten Abstiegsplatz. Ich glaube, das nicht mehr. Das sind 10 Punkte bei... Nee. Also absteigen werden die nicht mehr. Das ist sicher. Und Wraith gegen Livingston 1-2. Und mir wäre es lieber, die hätten jetzt eine gute Form. Und Livingston eine schlechte, ne? Das ist dann eben das, was uns bald dann blühen wird. Glasgow im Doppelpack. Die Tabellenführung. Celtic auch vorne. Mit 8 Punkten Vorsprung vor Dundee United, beide gewonnen. Aberdeen muss jetzt da abreisen lassen. Aber die werden einen sehr, sehr guten dritten Platz dann letztendlich sichern. Wir können nochmal kurz nach Deutschland gucken. Ist ja auch immer ganz interessant, ne? 26 Spieltage, haben noch mehr als wir.
Borussia Dortmund ganz vorne, Bayern, Wolfsburg, sehr, sehr schön eng da oben an der Tabellenspitze und ganz unten Stuttgart 16, Paderborn 17 und Augsburg. Tja, da gehen demnächst die Lichter schon aus, könnte ich mir vorstellen, wenn das so weitergeht. Schauen wir in die zweite Liga rein. Da ist ganz unten Heidenheim, Darmstadt, zweiter Aufsteiger, auch nur auf 16. Und RB Leipzig, Aufsteiger 3. Das ist ja unsere, ich würde mal sagen, Let's Play-Mannschaft, die wir mittlerweile seit über 680 Folgen da trainieren. Das ist das Parallel-LP, was ihr mit Sicherheit kennt. Ja, und oben Kaiserslautern, Relegation, so sieht es momentan aus. Und Düsseldorf und Union Berlin sollten die es tatsächlich mal schaffen, nicht nur am Anfang gut zu spielen, sondern das auch wirklich rüber zu retten. Haben einen Spieltag mehr als die erste Liga und ganz schnell noch die dritte. Ist ja auch immer ganz interessant. Cottbus, der Absteiger, erwähnen Wiesbaden, Bielefeld. Ja, das kennt man auch so ungefähr aus der realen dritten Liga. Duisburg, die da noch mit dabei sind. Dresden sehen wir auf der 7. Rostock, hier ist besser als in der Realität. Anstelle von der 20 hier die 9. Und ganz unten Sonnenhof. Die sind noch fast schon weg vom Fenster. Die Stimmen heute. Den Kommentar von Jonathan W. aus Grangemouth. Das lassen wir mal weg. Ich weiß ja nicht, ob er Torwart ist. Im realen Leben, keine Ahnung. Was ich sage, ist da, glaube ich, wichtiger und interessanter. Der Druck war ganz schön groß in Halbzeit 2. Es war natürlich vorher klar, dass die Euphorie der letzten Wochen eben mitnehmen wollen. Wir haben kurz gut gestanden, kaum Chancen zugelassen und in diesem Punkt erkämpft. Da gehe ich mit. Also kaum Chancen stimmt nicht. Ich würde eher sagen, kaum Großchancen. Denn es war aber auf beiden Seiten so. Ne? Ihr habt es ja gesehen. Diese hundertprozentigen, die gab es überhaupt nicht. Ne? Ab und zu mal eine größere Möglichkeit. Aber die waren dann auch sehr, sehr gut verheilt, meistens vom Torwart. Die Statistik des Spieltags heute. Da sehen wir keinen von uns. Die Rangers haben zumindest mit Pereira und Paulsen zwei drin. Und ja, sonst kann man sagen, sehr, sehr viel Falkirk heute. 4 Stück. Das komplette Viereck hier vorne. Und Spieler des Tages ist Tim Eakman. Das ist ein Holländer. Oh, der ist eins. Ach, Mistmucks. Ja, ich hatte gerade geguckt, ne? Das erste, was ich mache, hier hingucken hier. Auf das Vertragsende. Wäre schon interessant gewesen, mit 21 dann auch eine 65, aber naja. Möglicherweise müssen wir auch gar keinen mehr holen. Das wird sich dann gleich nochmal zeigen. 3,27. Die Rangers 2,82. Das war vor allen Dingen hinten zu sehen in der Abwehr, ne? Dass die Noten da deutlich besser waren als die von uns. Boyd nicht getroffen, finde ich klasse. Osman so immer noch Siebter. Wir werden gleich mal nach den beiden Jungs gucken, die wir verkauft haben. Und dann schauen wir nochmal ganz schnell hier auf die bewerteten Spiele. 32 insgesamt, Bane ganz vorne. Und wenn wir weiter runtergehen, der erste Spieler dann Alexander, auch unter einer 3 mit 30 Spielen. Nicholson kommt dann dazu. Und dann geht's weiter hier mit Wilson und Robinson, 26 Spielchen, 2,56. Heute natürlich keine Spitzennote, aber das hat man ja schon thematisiert. Ich finde es super, dass wir den unfairsten Spieler der Liga bekommen werden im nächsten Jahr. Vielleicht gibt es dann nochmal die extra Härte, die uns vielleicht manchmal fehlt. Der ist jetzt gesperrt für Falkirk, Tom Taiwo. Eine Woche noch bei El Hasnaoui. Stehen nach wie vor schön in der Mitte hier. Und Aloha hat auch nichts, was sie jetzt da behindern würde. Der nächste Spieltag, den gehen wir jetzt an und vielleicht gucken wir nochmal drauf, was man machen kann in Sachen Verpflichtung. Lukas Podolski für Arsenal verlängert, der jetzt zurzeit bei Inter vorspielt, auf Leihbasis. Ne, und da hat es erst geheißen, Kaufoption, okay, aber Arsene Wenger hat dann gesagt, hat keine. Gemeint war Inter Mailand. Hilbert bei Leverkusen, genauso wie Rolfes, den Captain. Zwei Mainzer, Okazaki, Baumgartlinger. Beim Okazaki war es ja auch so, dass glaub, ein Angebot von Leicester City aus der Premier League vorgelegen hat. Aber die haben dann letztendlich gesagt, nix da, behalten wir. Wäre schon lukrativ gewesen, aber wer den Okazaki im Spielen sieht, der weiß, dass seine Mannschaften sehr, sehr von ihm leben. Auch von seinen Einzelaktionen vorne. Ich glaube, die einzige Mannschaft, die es eben nicht verstanden hat, ihn einzusetzen, das müsste über die Stuttgart gewesen sein. Wo er nicht wirklich zum Zuge kam. Okay, Macchiari haben wir noch. Robbie Cruz, der Australier. Zurzeit, glaube ich, im Asien Cup unterwegs für Australien. Gehen wir mal weiter. Und Autosave habe ich jetzt nicht gesehen. Das mache ich mal wieder. Oh, wir haben den nächsten hier, den wir angeboten bekommen. Ludwig Backström.